Moin moin miteinander und willkommen zurück zu Icewind Dale. Ja, wir sind wieder zurück in Dorntief oder unter Dorntief und ja, wir machen einfach mal weiter. Ganz recht. Für mich kommt jetzt ein Part, den ich jetzt bereits gespielt habe. Das heißt, ich spiele das jetzt eigentlich nach, denn das letzte Mal, als ich hier die Aufnahme begonnen habe, ist sie nach 5 Minuten abgebrochen und... Ich verstehe. Ich habe es leider nicht gemerkt. So habe ich sie leider nicht wieder gestartet und muss jetzt so ungefähr, ja, Viertelstunde, 20 Minuten nachspielen. Aber, macht nichts. Dann habe ich ein bisschen mehr zu quatschen, ne? Es ist dann halt, die nächsten 20 Minuten sind keine Überraschung für mich. Achso, einer fehlt noch, ne? So. Ich war übrigens in der Stadt, wie angekündigt. Ne? Ich habe hier ein bisschen Platz gemacht im Inventar und so weiter und so fort. Ist nicht so viel Platz bei einigen Charakteren, aber bei einigen schon. Ne? Jetzt kommen wir wieder eine Weile aus. Ganz recht. So. Ich bin, hier waren wir vorher. Jetzt gehen wir hier rein. Ne? Hier waren diese Mumien und so weiter. Der darf einfach mal seine Rüstung anziehen. Ach so. Hier dir zur Seite. Ich hab's vergessen. Einmal hier ihren üblichen Zauberspruch. Schutz vor Bösem. Ja. Und er trillert sein Liedchen. Ja. In Ordnung. So. Schwupps. Und eigentlich müsste jetzt sofort ein Angriff kommen, aber kein allzu großer Angriff. Kling. Klong, ne? Ihr hört's. Angriff auf Lady Tully. Da ist er. Ich bin hier. Hier kommen nämlich am Anfang so ein paar kleine Diebe. Zack. Achso. Hat Lady Tully alleine erledigt. Platz da. Oh. Zack. Wie kann ich helfen? Erledigt. Was ihr hier übrigens hört, immer dieses Pong, Pong. Na? Der nächste Angriff. Bereit und willig. Ah, komm schon. Gewiss. Gib den Befehl. Der Tod ist euch sicher. So. Und ihr hört hier immer so ein Klimpern und Klappern. Hier ist ein Typ drin. Den werden wir uns noch vorknöpfen. Flieht zum. Und ja. Sag mir nach das was kommt ist aber keine gleich. Leichte Aufgabe. Erstmal müssen wir hier die unsichtbaren Diebe alle erwischen. Dazu müssen wir eigentlich nur abwarten. Die kommen alle so von sich und greifen an. Ja, da kommt jetzt der nächste. Ich habe ihn hier kurz aufblitzen sehen. Was willst du? Plong. Platz da. Ach, du zwei sogar. Du mich? Gewiss. Na, kommt. Ich bin bereit. Gehe dir zur Seite. So, holen wir uns mal hier. Das Geld. Ja? Na, und ab und zu hört man hier so plong, plong. Hier trainiert nämlich der Fliehzum. Der gute Fliehzum. Der war echt für mich eine Überraschung. Das war... Na, kommt nichts mehr. Doch, da in der Ecke stand er. Stimmt was nicht? Na, komm. Bin schon weg. Ich bin hier. Ich verstehe. Und weg ist er. Und der nächste. Bereit und auf alles gefasst. Bin schon weg. Na, noch einer. Wie kann ich helfen? Ich habe letztes Mal nicht gezählt, wie viele das waren. Aber jetzt ist hier schon die Treppe, irgendwie so ein Aufgang. Da sind wir nicht längs gegangen nach oben. So. Okay. Das letzte Mal bin ich hier reingegangen.
Das mache ich jetzt nicht, aber nicht, weil es da drin gefährlich ist. Nein, nein. Ich spare mir das einfach nur ein bisschen auf. Ich glaube, hier war etwas. Hier waren ein oder zwei Diebe noch drin. Na? Bereit und willig. Na, wo ist er? Da ist er. In Ordnung. Zeig mir das Ziel. So gut wie erledigt. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, da. Sag mir nach was. Keine so, leichte Aufgabe. Ich bin der Meinung, das war nur ein einziger hier drin, ne? Sonst wären auch schon die restlichen gekommen. Ja, alles ruhig. Alles ruhig, alles gut. So, dann gehen wir einmal hier rein. Bin ich denn überhaupt vorbereitet auf das, was da kommt? Ich schätze, ich muss eine Weile die Zeit totschlagen. Wieso singt der jetzt nicht? Das ist komisch. Irgendwie singt der jetzt nicht. Hat vergessen zu singen. Warum auch immer. So. Du brauchst mich? Und der Gesang ist wichtig. Der ist wichtig. In Ordnung. Ich mach mal die Tür auf. Noch ist alles gut. Und damit das auch gut bleibt, gehen wir mal hier hin. So. Ich postiere mich hier. Denn der mag uns nicht. Der mag uns nicht. So. Lady hier Tanita, bin ich. Pass nur auf. Gehen Sie bitte einmal hier hin. Dir zur Seite, wie du willst. Bis dahin. So, die anderen sind alle bereit. Ich überlege nochmal, ob ich mir ein Monster zur Hilfe hole. Aber ich werde es lassen. Letztes Mal habe ich es auch ohne Monster gemacht. Ihr seht, ich bin schon ein bisschen vorsichtig. Der Typ hat es nämlich echt drauf. Dieser Fliezum. So. Ja? Quatschen wir ihn doch einfach mal an. Ich verstehe. Fliezum, hey, was treibt ihr hier? Oh, ich muss mich verlaufen haben. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ne? Noch ist er freundlich. Ich denke, das könnte ich. Wo soll's hingehen? Ich suche Seth. Seth, der Winzling hält sich normalerweise vor dem Palast auf und macht allen, die vorübergehen, das Leben schwer. Wenn er dort nicht ist, findet ihr ihn vielleicht in seinem Zimmer im dritten Stock. Ne? Seth haben wir ja bereits getroffen. Das war der, der uns im allerersten Level von Unterdorntief vor so einer Tür abgefangen hat und mit uns gequatscht hat und dann kamen plötzlich irgendwie, keine Ahnung, 15 Diebe aus allen Ecken herausgesprungen und haben uns angegriffen. Na gut. Toll, danke, Fliezum. Leb wohl. Tut mir leid, mein junger Freund. Aber ich kann euch nicht gehen lassen. Ich habe den Eindruck, dass ihr was im Schilde führt. Ich werde wohl dafür sorgen müssen, dass ihr nicht im Haus meines Brötchengebers herumwartet und irgendwas anstellt. Ja, so. So viel zum guten Quatschen. Jetzt kommt, jetzt sprechen Schwerter und Knüppel. Okay, Dialog beenden. Einmal kurz Pause. Ja, Pause, habe ich gesagt. Ne? Ich bin hier. Der haut Gib jetzt nämlich so gut wie erledigt. Rein, was wie das Zeug hält. Wie kann ich helfen? Hält. Ganz recht. Und obwohl wir hier... Wieso hat sie jetzt... Jawohl. Irgendwie... Was? Na gut. Das mit diesem Badenlied... Naja. Was willst du? Also. Jetzt hau ich rein, was geht. Denn, Wie kann ich wenn helfen? Er so abgeht wie letztes Mal, dann wird's gleich wehtun. Der haut echt rein hier. In Ordnung. Unser Freund. Ja? Unser Nicht-Freund. Erledigt. Ich so. Bin bereit, Kommandant. Also, los geht's. Hab ihn. Ja, diesmal sehen wir, glaube ich, besser aus als letztes Mal. Wir kriegen nicht so viel Schaden. Letztes Mal habe ich in einer Runde irgendwie oder in zwei Runden 50 Schaden bekommen. Also Lady Tully. Diesmal ging es viel besser. Also wir hatten wohl sehr viel Glück, weil er oft daneben geschlagen hat, aber letztes Mal, da hat Lady Tully echt geweint. Also nicht nur Lady Tully, auch Tanita, trotz irgendwie, was hat sie an minus 14? Er hat sie trotzdem getroffen und trotzdem bei ihr auch nochmal irgendwie 30, 40 Schaden gemacht. Also, na gut.
entweder er hatte letztes Mal verdammt viel Glück oder wir hatten verdammt viel Pech. Aber das war sehr, sehr schmerzhaft letztes Mal. Ich bin bereit. So gut wie erledigt. Und er hat schöne Sachen dabei. Schild und Schwert gehört jetzt nicht so unbedingt dazu. Die sind eher Standard, aber diese Rüstung, die war schon interessant. In Blut gebadet. Ja. Rüstungsklasse minus 1. Das ist eine tolle Rüstung. Ich glaube, ich habe sie Lady Tanita gegeben. So, dann sieht sie ganz rot aus. Hat dann minus 15. Und ich habe sie ihr gegeben und nicht hier Lady Tully, weil ihre Rüstung nämlich nochmal plus 3 Rüstungsklasse gegen Geschosse hat. Ne? Deshalb. So. Ja, diese Sachen waren gut. Ich bin bereit für Abenteuer und solche Sachen. Das Schwert ist ein plus 1 Langschwert. Das ist eher zum Verkaufen. Das Schild war in Ordnung. Rüstungsklasse minus 2 und plus 1 gegen Geschosswaffen. Ist in Ordnung, aber wir haben mittlerweile auch bessere. Das heißt, das ist jetzt alles Zeug zum Verkaufen. So, sag und mir jetzt, nach, was ich dir verlange. Ja. Du musst jetzt einfach mal Fallen suchen. Denn wir haben jetzt hier noch eine Truhe und hier diese Kommode. Dieses Banner trägt zwei Symbole. Das eine ist eine Raute, die zwei mit einer roten Schnur gebundene Hände umgibt. Das andere ist eine Spitzhacke in einem Kreis. So, das ist genau das Gleiche. So, keine Fallen gefunden. Dann schauen wir mal, was drin ist. Tränke. Schnelligkeitsöl. Wendigkeitstrank. Trank der Wolkenriesenstärke. Wow. Oh. Hier nochmal das Waffenrepertoire, die Waffensammlung von Flizum. Und er hat immerhin einen Quicksammer, der interessant sein könnte. Nicht identifiziert. Das kriegen wir hin. Kriegshammer plus 4, Verteidiger. 15% Widerstandskraft gegen Spitze, 15 gegen Klinge, 15 gegen Wucht, 15 Magieresistenz, plus 3 Rettungswurf gegen Zauber. Hoa. Hoa. Du bist doch unsere Hammer-Expertin. Das Ding gegen Conlens Hammer gegen Golem. Golems. Der kann, glaube ich, mal eingemottet werden. Alter, minus 17. Yes. Rüstungsklasse plus 2 Bonus. Alter Schwede. Die ist der Tank schlechthin. Hm. Rettungswurf gegen Zauber, Widerstandskraft und so weiter. Boah. Ho, ho, ho. Na gut, verliert sie ein bisschen... sie verliert den Bonusangriff durch diesen Schnellfliegel. 1 bis 6 plus 3. Das heißt 4 bis 9. Das Ding hat 6 bis 9. Boah, das ist besser. Okay, sie wird ein bisschen langsamer beim Angreifen, aber die nimmt sie jetzt mit allen alleine auf. Hohoho. Krass. Ja, gut. Dann geht's weiter. Du brauchst mich? In Ordnung. So, jetzt bleiben noch 3 Türen übrig. 1, 2, 3. In die gehen wir als letztes rein, weil ich nämlich schon weiß, was drin ist. Wie gesagt, es ist nichts Gefährliches oder so. Aber da ich bereits weiß, was drin ist, machen wir das zum Schluss. Ich würde mal sagen, nee, Quatsch, die wollten wir zum Schluss machen, ne? Ja. Dann machen wir jetzt die und dann die und dann die. So machen wir das. Irgendwie höre ich hier so ein Geräusch, ne? Als wenn jemand in Kettenrüstung hier längs gehen würde. Hm.
Na gut, ich sehe aber, die Zeit ist mal wieder durch. Deshalb, ich werde jetzt hier abspeichern und eine Pause machen. Und nach der Pause machen wir die Türen oder die Tür auf. Und je nachdem, was da drin ist, das hier wird schnell gehen, je nachdem, was da drin ist. Und da dann machen wir dann entweder hier noch weiter oder auch nicht. Mal gucken. Ja, vielen Dank fürs Zugucken und bis bald.